Mein spitzer Name ist Amir, geboren im Iran, seit 35 Jahren in Wien, 9 Jahre war ich auf der Universität für Bodenkultur, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft und parallel habe ich Betriebstechnik und Maschinenbau fertig gemacht. Mein Wunsch war, Erfindung zu machen, aber ich habe ein Interview von Thomas Edison gehört. Er hat gesagt, Ordnung in die Welt zu bringen, ist viel wichtiger als eine neue Erfindung zu machen. Und wie ich gesagt habe, ich komme aus dem Iran. Ich habe die iranische Revolution mitgemacht. Krieg zwischen Iran und Irak 8 Jahre gedauert. Amerika, Europa, Russland ihre Waffen verkauft. Resultat 2 Millionen gesunde Leute tot. So gesehen, die Leute machen Aufnahmeprüfung, Medizin studieren. Nach dem Medizinstudium, sie müssen Turnus machen. Und später sie versuchen das Heilen. Aber Vorbeugung ist wichtiger als Heilen. Wir sollen das besser zusammenarbeiten, bessere Informationen weitergeben, Fanatismus von den Leuten wegnehmen. Ich bin als Moslem mit Christen und Juden aufgewachsen. Und wie der Mahatma Gandhi gesagt hat, wir sind gleichzeitig Moslem, Hindu, Christ und Jude. Und wegen Erklärungen, wegen Zusammenarbeit, dann habe ich etwas zu lesen bekommen. Franz Jonas, ehemaliger Bundespräsident von Österreich, war ein großer Esperanto-Freund. Er war davon überzeugt, dass diese Sprache für den Weltfrieden und Fortschritt eine unbedingte Notwendigkeit ist. Aber leider Adolf Hitler und Stalin Esperanto verboten und unsere Politiker missachtet. Zum Beispiel Österreich als neutrales Land macht das zu wenig für diese neutrale Sprache. Ich habe selbst heftige Diskussionen gehabt mit Rudolf Scholte, ehemaliger Bundesminister für Unterricht. In Ungarn die Studenten können wählen. Aber in Österreich, die Studenten dürfen nicht das wählen für diese Sprache. Und ich habe 16 Jahre lang Esperanto Paradiso gehabt in Klosterneuburg. Klosterneuburg hat erste Titel bekommen in Europa, Stadt der Völkerverständigung. Ich wollte Sommerakademie machen, aber leider österreichische Politiker haben mich delogiert wegen Geldmangel, weil meine Eltern Geschwister leben in Amerika, sie haben mich nicht mehr unterstützt. Wegen Geldmangel, sie haben alles von mir weggenommen. Ich habe 100.000 Euro Schaden erlitten. Aber danach in Deutschland, Herzberg am Harz, in Niedersachsen, sie haben Informationen gegeben, was ist Esperanto ist. Esperanto-Philosophie, Weltfrieden, Klimabewusstsein, Muttersprache und Kultur bewahren, Toleranz und Respekt. Und sie haben in Herzberg am Harz diesen Namen gegeben, Esperanto-Stadt. Und Bürgermeister hat mich eingeladen. Und Bürgermeister hat mir geholfen, dort ein Hotel kaufen. Ich habe ein Hotel gekauft mit 20 Zimmer, Seminarraum und Tanzcafé. Ich habe fast renoviert. Jetzt, mit mir fällt das Geld, das ist das Betriebsgenehmigung bekommen. Ich will gerne Friedenaktivisten ausbilden, nicht Terroristen. Friedenaktivisten tanzen lernen, weil ich bin Tanzlehrer. Und dass die Leute tanzen lernen, Esperanto-Sprache lernen, Friedensforschungsseminare machen und Konfliktmanagement. Du musst zusammenhalten. Sie sollen nicht da abklatschen. Statt da abklatschen, sie können mir helfen. Schauen Sie, wie die mir helfen können. Und ich habe seit 25 Jahre fast keinen richtigen Urlaub gemacht. Seit 35 Jahren meine eigene Familie, meine Eltern vernachlässigt. Mein Vater ist da 88 Jahre alt und ich habe so wenig meine Eltern gesehen. Aber Weltfrieden ist sehr, sehr, sehr wichtig. Wir haben nur einen Gott. Wir sollen uns nicht korrumpieren. Ich habe mit einem buddhistischen
man heftige Diskussion gehabt. Ich habe gesagt, deine Gott, meine Gott. Ich habe gesagt, nein, nicht deine Gott und meine Gott. Wir haben gleiche Gott. Warum hat deine Gott das nicht gleich gemacht mit meine Gott? Ich habe zwei Ohren, eine Nase. Du hast auch zwei Ohren und eine Nase. Warum hat deine Gott das nicht anderes gemacht? Wir sind nicht anderes. Egal Christen, egal Muslim. Wir sollen uns zusammenhalten. Wir sollen das Esperanto als eine Woche lernen Notwendigkeit sagen. In drei Monaten kann man fast perfekt sein. Am 4. Oktober ist der lange nach dem Museum. In Herrengasse Nummer 9 ist das Esperanto-Museum. Ich konnte gratis dort einen Minikurs bekommen für Esperanto-Sprache. Ein Beispiel sage ich euch, Esperanto hat nur einen Artikel La. Man braucht nur Sekunden Artikel zu lernen. Die Ausländer hier wissen, wie viele Jahre man braucht, der die das lernt. Also, La Amico heißt der Freund. Mit ihm macht man Feminin. La Amicino, Freundin. La Giamico, die Geschwister. La Giamico, Freund und Freundin. Und mit Mal macht man Gegenteil. Mal Amico, Feind. Mal Amicino, Feindin. Mal Giamico, Feind und Feindin. Substantiv endet immer auf O, Signore, Patro, Amico. Aber Adjektiv endet auf A, Bona, Bella, Granda. Amica, freundlich, mal Amica, unfreundlich. Adverb endet auf E, rapide, schnell, mal rapide, langsam. Amice, freundliche Weise, mal Amice, unfreundliche Weise. Deswegen sind viele Chinesen, Japaner, Koreaner sind für Esperanto. Wie Aro als EU-Währung, Esperanto als EU-Sprache. Wenn die anderen Länder zur EU kommen, die werden über 600 Sprachkombinationen haben. Und vor halben Tag bekommen Dolmetscher 500 Euro mit unserem Geld. Vor halben Tag. Und das ist nicht mehr notwendig. Man kann das in der Schule Esperanto lernen. Und das ist das fast gratis durch Internet. Und die Esperantisten organisieren ehrenamtlich die besten Kongresse, eine Woche Kongress mit voller Pension und 200 Euro. Ich soll einfach im Internet nachschauen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Also es gibt im Internet eine Seite, lerno.net, da kann man gratis Esperanto lernen. Ich habe vor 6 Jahren mit Professor Alexander van der Bell gefahren. Ich habe Alexander van der Bell Unterricht gegeben, weil ich fahre nebenbei Taxi. Ich bin da auf Esperanto-Taxi. Und meine Taxi ist eine rollende Universität und ein Kaffeehaus ohne Kaffee. Und voriges Jahr wieder mit Alexander van der Bell gefahren. Und wir haben dann wieder über Esperanto gesprochen. Alexander van der Bell hat gesagt, warum hat Esperanto sich nicht durchgesetzt? Ich habe gesagt, weil die Politiker wie Sie, dass ich vor 5 Jahren Unterricht bekommen, Informationen bekommen habe, nichts gemacht haben für Esperanto. Und Alexander van der Bell war so nett und er ist auch sehr hoffentlich, er hat mir das Recht gegeben. Ich soll das etwas machen. Sprache ist meine Schwäche. Ich habe Angst zu sprechen. Aber trotzdem, ich war 5-mal im österreichischen Fernsehen, 6-mal im Radio. Ich habe auch im Radio Ö1 Esperanto-Unterricht gegeben. Sie können viel besser machen als ich. Alle können viel besser machen als ich. Also, bis dann. 4. Oktober, Esperanto-Museum. Lange nach dem Museum. Danke.